einem Dämon vertrauen ist sowieso immer so eine zwielichtige Sache, ne? Aber so, das ist verschlossen. Brauche ich ein Drachenmedaillon? Oh, wie cool. Drachenmedaillons sind cool. So, hier kann ich nichts einfach aufsammeln, so der Tisch. Der Tisch ist eine abgeschlossene Schublade. Das war kein Schlüsselloch. Der mittlere Kolben fehlt, okay. Ein Bolzenschneider. Damit könnte ich die Keller-Dingens aufmachen. Aha! Hallo? Haha! Egal! Ja. Schwarze 8 haben wir schon mal. So, Engel, Spielkarte, Muschel. Gucken wir mal. Engel. Engel, Engel, Engel. Engel. Wo bist du? Ah, den Messkolben. So, ein Messer brauchen wir noch. Ein Schmetterling, S. Und eine Klingel. Wie konnte ich diesen Engel gerade übersehen? Der ist einfach so unnormal groß. Das ist so eine Schere ist da. Ne, Schraube. Da ist das Messer. Der Marienkäfer. Die Klingel. Jetzt brauchen wir noch Schraube, Spielkarte und Muschel. Da ist die Muschel. Jetzt noch die Schraube und die Spielkarte. Da ist die Spielkarte und wo ist die Schraube? Jetzt muss ich mal ein bisschen näher ran, weil Schrauben sind ja bekanntlich nicht so groß. Schraube, 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 Schraube. Die Schrie-Schra-Schraube. Da ist eine Schraube, aber das wird nicht die sein, die wir suchen. Ja. So, hier ist auch keiner. Hier ist nur der Tuppes. Die wird hier wahrscheinlich irgendwo stehen, wo man sie nicht sieht, weil sie so total kacke positioniert wurde. Da gehe ich jede Wette mit ein. Schraube, 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 Schraube. Ja. Eine Schraube ohne Schraubenzieher bringt sowieso nicht viel, ne? Also. Das gibt's doch nicht. Wo ist sie denn? Gehen wir mal hier. Da. Da oben. Mein Gott. Glückwunsch! Ich habe einen Messkolben. Jetzt kann ich wieder in Papst seine Hütte gehen. So, die Tür. Ritter bewachen die Tür, aber vielleicht lassen sie mich hinein, wenn ich ihre Speerspitzen zurückbringe. Okay. Eine Schublade. Ohne Schlüssel. Das war abzusehen. Das ist auch nur die Schublade, die ich angucken kann. Ach, die obere auch. Ne. Ist dieselbe. Kann ich hier noch irgendwas aufsammeln? Nö. Dann gehen wir erstmal wieder zu Papis Kämmerlein am Ende des Korridors und gucken mal, was der hier für ein beknacktes Rätsel für uns hat. So, auf dem Tisch stehen drei Kolben. Mische die Farben so, dass die Flüssigkeiten in der Markierung übereinstimmen. Ach, das ist ja... Wer in der Schule ein bisschen aufgepasst hat, ne? So, gelb und rot... Und grün. Achso, lila fehlt noch. Was tun wir da? Nee, rot brauche ich. Tada. Und noch ein bisschen grün. Hier rein hoch. Nicht? Hä, aber da muss doch grün hin.
Ach, das muss voll sein. Dann nehme ich noch gelb. Ach, das ist so ein helles Grün. Ja, kack dich ein, ey. Ein Schlüssel. Das könnte für... Ah, wieder ab in den Keller, ey. Ich latsche hier nur von A nach B. Komm ich mir ja vor wie hier zu Hause. Latsche ich auch nur vom Keller bis ins Dachgeschoss. So, neues Wimmelbild, neues Glück. Patrone, Lupe, Stempel. Da ist ein Stempel, eine Patrone. Eine Lupe. Kerze, Anhänger, Schleife. Hier ist ein Anhänger. Da ist eine Schleife. Eine Kerze sehe ich jetzt gerade nicht. Ist das die Kerze? Nein, das ist keine Kerze. Dann haben wir noch Feder, Ring und Pfeife. Ich glaube, ich habe Tinnitus auf den Augen. Ich sehe nur Pfeifen. Gott, der Spruch ist, glaube ich, älter als das Internet existiert. So, Brille, Spinne, Kartenstücke. Da ist der Ring. Die Feder. Wo ist Feder? Ich brauche einen Feder. Da ist Kerze. Da ist Feder. Da ist Spinne. Da, wo ist Brille? Ich sehe ohne Brille nichts. Bin ich blind? So. Brille. Brille und Kartenstücke. Wie sollen denn hier bitte schön Kartenstücke aussehen? So ein zerfetztes Stück von irgendwas? Oder wie darf ich das verstehen? Hab ich jetzt tatsächlich hier keine Musik mehr? Das ist ja... Da ist die Brille. So, und jetzt fehlen nur noch die Kartenstücke. Da, das sind Karten. Gib mir... Kartenstücke. Wo sind die verkackten Kartenstücke? So, da ist nichts, da ist auch nichts. Da ist ein Schlüssel und ein Schloss. Da ist eine Mupfel. Geld. Spritzen, Dartfallen, Puschel. Da ist so eine Schriftrolle. Ich verstehe nicht, wie hier Kartenstücke aussehen sollen. Sind das jetzt wirklich nur tatsächlich so Fetzen, wie ich mir das gerade gedacht habe? Oder? Ach da. Ich dachte, das wäre... dieses Objekt sieht nützlich aus. Wo kann ich denn hier... Wo ist denn hier eine unfertige Karte? Ich habe ja gar keine gesehen. Müssen wir uns mal weiter umgucken. So, im Schrank waren wir schon. Da waren die beiden Fußsoldaten. Da war nichts. Da war der Notenschlüssel. Hier war die Rose. Die Rose mit der Unterhose. Da fehlte nur ein Buntglasstück. Also eine Buntglasscherbe. Da fehlt auch nur ein Medaillon. Aber die Kartenstücke sind das Einzige, was ich gerade habe. So, da ist nichts mehr. Im Grammophon fehlt der Griff. Dann im Korridor. Fußspuren. Da fehlt dieses Scharnier. Da ist nichts mehr. Oh, jetzt stehe ich aber gerade. Ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet. Ich will nicht beobachtet werden. Da fehlt dieses Drachenmedaillon. Wo ist denn hier eine verwichste Karte? Das kann doch nicht angehen. So. Hier in Pabis Zimmer ist auch keine. Ich wette gerade. Kira werde ich hier. So, hier ist nichts. Hier ist nichts. Dieses, ich habe das Gefühl, ich werde beobachtet, bereitet mir gerade ein so großes Unbehagen, dass ich hier dieses... So, jemand hat den Grammophongriff abgemacht. Hier ist nichts mehr, hier ist nichts mehr.
Da ist das Esszimmer. Da werde ich wohl kaum. Na, dachte ich mir schon fast. Da fehlt mir ein spezieller Schlüssel, den ich nicht habe. Mir ist ja auch nirgendwo eine Karte aufgefallen davon mal. Ach, im. Nee, hier im Keller war ich doch. Tisch. Da ist ein Globus, aber da ist keine Karte. So, hier ist wirklich gar nichts. Da ist die Tür. Sind zwei Havoken von Ritterns. So, hier kann ich auch nichts aufsammeln. Also nicht so, dass ich hier irgendwas vergessen hätte. Hier kann ich auch nichts. Da, Karte. Mein Gott. Blind wie immer. Info. Platziere die Kontinente an der richtigen Stelle auf der Karte. Ziehe die Teile mit der linken Maustaste, drehe sie mit Hilfe der rechten Maustaste. Nicht um Weltkarten zusammenbasteln. Das kann ja was werden, du. So. Ich komme dahin. Ich komme dahin. Kommt dahin. Hä? Ich hab doch. Ach. Ja, die sieht man ja auch so gut. Das ist ja. Oh! Uah. Ups. Ich hätte nie gedacht, dass du so weit kommst. Köpfchen liegt wohl in der Familie. Egal, die Rose ist in Eis eingefroren. Bringe sie zu mir, unversehrt. So ein Teller? Ich sollte den Teller da erwärmen, damit das Eis schmilzt. Okay. Auf dem Stuhl liegt was. Sie sehen nicht sehr glücklich aus. Okay. In der Eisstatue steckt eine rote Rose. Ah, okay. Sieht aber sehr seltsam aus. Oh, ich muss mal ganz kurz. Oh, ich muss nur einmal kurz die Ohren massieren, weil ich sonst. Oh, aua. Ich habe zu lange das Headset auf. Ich bin das tatsächlich nicht gewöhnt. Ich habe sonst immer die Boxen an, aber weil das mit dem Mikrofon sonst ein bisschen kacke wäre, muss ich natürlich über Kopfhörer hören. Merkt man, dass ich lange nichts aufgenommen habe. Ich habe auch andere Kopfhörer, falls das irgendwem aufgefallen ist. Falls sie doch nur etwas Sand oder Salz hätte. Das ist eine richtige Eisbahn. Ich kann nicht auf Eis treten. Das ist zu glatt. Ich doch nur etwas. Okay, hier komme ich quasi nicht weiter. Gut. Also kann ich nur zum Pavillon. Da ist Salz. Mit einer Schaufel könnte ich den Schnee entfernen. Okay. Das heißt, ich muss erstmal hier hin. Na? Hallo? Wusch, jetzt kann ich hier auch gehend. Schaufeln. Eine kaputte Schaufel nützt mir nicht viel. Ich sollte sie erst reparieren. Wäre auch zu einfach. Ich brauche ein Werkzeug, um die Nägel herauszuziehen und die Bretter zu entfernen. Gut, habe ich irgendwas im Inventar? Ein Holzmedaillon, okay. Und ein Eimer. Das heißt, da muss ich gleich Sand reinfüllen, höchstwahrscheinlich. Jemand hat eine Tür in einem Mühlenrad eingearbeitet. Wie kann ich sie freilegen? Okay, das ist der Mechanismus für die blockierte Zugbrücke. Gut, dann komme ich hier auch nicht weiter. Jemand hat eine Tür in das Mühlenrad. So, das ist, gehört quasi zusammen. Das Mühlentor. Ach, da ist. Oh nein. Klicke in den richtigen Reihenfolge auf die Felder, damit die Zahlen 1 bis 25 angezeigt werden. Achten dabei auf die geraden und ungeraden Felder. Okay, 1.